So, ich habe mich ausgeschmollt und hiermit begrüßt euch eure Sky Orisa wieder zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Final Mix. Ja, Tidus hat uns mit Rico verwechselt und hat gemeint, ich wäre nicht stark genug, um gegen Rico zu kämpfen. Ja, ich habe ja bloß Rico im letzten Part in den Hintern getreten und euch dreien auch noch. Von daher, nee, ich kann gar nichts. Egal, was ist eigentlich hinter dem Tor, wo Kairi stand? Die Lagune, cool, gehen wir mal hin. Klingt lustig. Können wir ja sehen, was uns erwartet. Okay, da ist Rico. Aber wir gehen jetzt mal nicht zu Rico. Wir gehen jetzt mal ein bisschen laufen. Sehen uns mal die Gegend hier an. Immerhin ist das hier ein neues Areal. Und hey, da ist eine Kiste und da ist ein Ding. Und Moment, was ist denn da? Hey, da ist ja eine Truhe. Oh, Moment, die muss ich holen. Die muss ich holen. Ach du Scheiße, hier ist eine Truhe. Gut. Dann holen wir uns mal die Kiste. Hochheben. Kamera umändern. Und hingehen. So, dann werfe ich die mal dahin. Dann springe ich mal hoch und komme ran. Juhu. Und wir können die Kiste auch öffnen. Ja, wir können sie öffnen. Und was erhalten wir? Eine Protes-Kette. Ja, das ist ein sogenanntes Accessoire. Beziehungsweise ein Ausrüstungsgegenstand. Und die können wir anlegen und dann werden Stats bei Sora beziehungsweise später den Gruppenmitgliedern erhöht. Und wir erhöhen jetzt gerade unsere Verteidigung von 7 auf 8. Und leider kommt man nicht am ersten Tag hier hin, weil sonst erspart es einem eigentlich sehr viel Leveling, um gegen Rico zu gewinnen. Daher, egal. Und, hey, das ist unser Floß? Kairi, das sieht ja super aus. Hast du das alleine gebaut? Nein, aber das Floß ist fast fertig. Wir müssen nur noch den Proviant aufladen. Sag, hast du Rico gesehen? Wieso denn Rico? Hey, ich bin besser als Rico. Nein, Spaß, Rico ist auch cool. Trotzdem. So, sehen wir uns doch nochmal diesen... Würde einen guten Hindernisparcours abgeben im Übrigen. So, Moment. Und so ein schöner Stern. Und was ist da vorne eigentlich? Wo führt's das hin? Ach ja, zurück zum Strand. Zu diesem viereckigen Eingang, den man da gesehen hat. Und jetzt hier auf die Palme. Und ja, toll, der springt nicht, wenn er springen soll. Typisch Sora. Na gut, sie sagte, wir sollen Rico sehen. Dann gehen wir Rico sehen. Und schwimmen ein bisschen. Moment. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, wir verlieren sogar Wassertropfen, wenn wir aus dem Wasser kommen. Mensch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Bislang. Ach so, kommt man hier wieder hoch. Verstehe. Und hier ist ein kaputtes Floß, oder wie? Ja, das ist ein kaputtes Floß oder Schiff oder so. Keine Ahnung. Na, Rico? Was machst du hier? Hey, Sora! Unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen, wie wäre es mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Schwere Frage. Wirklich, also ich würde bei Excalibur bleiben. Klingt nämlich ziemlich cool. Ich, naja, Excalibur. Hey, wie wär's mit... Also wie immer? Dann mal los. Was denn schon wieder? Okay, dann bin ich der Schiedsrichter. Die üblichen Regeln. Es ist ein Wettrennen gegen euch. Ihr könnt gegeneinander. Ihr könnt jeden Weg nehmen. Wer als erster die Marke berührt hat und wieder hier ist, hat gewonnen. Okay. I get to share the Powpu with Kairi. Was? Deal? The winner gets to share a Powpu with Kairi. Nein? Wait a minute. Okay. Hey, das ist unfair. Rico, du Arsch. Okay, noch sind wir weiter vorne.
Oh nein, scheiße. Jetzt sind wir natürlich weiter hinten, ist klar. Ja, das kommt davon, wenn man doof ist, so wie ich. Ich wollte abkürzen und habe Scheiße gebaut. Aber das Rennen habe ich, ich glaube, nur ein einziges Mal überhaupt gewonnen. Na gut, springen wir mal hier hoch. Hey, nö! Lass mich hoch. Okay, dahin. Ja, Rico ist schon wieder zurück. Wir machen das gleich nochmal richtig. Mist, 1:1, ja. Also, wir taufen das Floß auf den Namen Highwind. Ja, ich kann verstehen, dass Sora böse guckt. Ich wäre auch sauer. Hey, Rico, ich will eine Revanche. Was ist? Oh, das mit der Papu? War nur ein Scherz, Mann. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Hey, wie wär's mit noch einem Rennen? Ohne Papu und all den Kram. Okay. Du wirst gleich Staub schlucken. Du mich auch, Rico. Oh, nee. Mist. Ah, ich habe Rico mit runtergerissen, von daher. So. Nein, verdammt. Ich mag dieses Rennen sowieso nicht. Ich gewinne selten. Was soll's? Ja, Rico, du fühlst dich wohl cool, oder? Hm? Aber diesmal war ich definitiv besser als das letzte Mal. Ja, 2:1. Ist egal. Der Death Counter zählt sowieso nicht. Ich hab's ja versucht. Ich fand bloß beim ersten Mal war es so ein Betrug, dass ich es nochmal versuchen muss. Ich, gebe mir sowieso keine Mühe, weil bei diesem Rennen braucht man richtig Luck, um zu gewinnen, meiner Meinung nach. Also ich kann das gar nicht. Na, Kairi, und was möchtest du heute? Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also, Sora, du suchst ein, Papadu-Ei, 3 Pilze, 2 Kokofrüchte, 3 Fische und füll das hier mit Trinkwasser auf. Aber nicht aus dem Meer. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Nö, brauche ich nicht. Ich weiß, wo alles ist. Einmal ist hier ein Pilz. Gut, wo ist denn noch einer? Hier hinter war doch noch einer. Ja, hier war der zweite. Dann als nächstes... Ach so, ja, die Kokofrüchte, genau. Die Kokofrüchte, da müssen wir doch nochmal nach weiter hinten. Die sind nämlich da vorne. Nein, nicht Kairi. Mann, du sollst nicht Kairi anwählen. Du sollst die Palmen anwählen. So, wir warten jetzt ab auf eine goldene dieser Früchte. Beziehungsweise gelb. Die sind nämlich essbar. So. Nein, auch nicht. Vielleicht diese hier. Ja, hier ist eine. Wir brauchten 2 Kokofrüchte, richtig? Hier war die zweite. Gut. Dann müssen wir jetzt drüber ins andere Areal. Dort finden wir nämlich den Rest. Die Fische, das Papadu-Ei und den letzten Pilz. Und das Trinkwasser auch. Nur zur Vervollständigung halber. Moment.
Yay, das war natürlich Absicht. Nein, es war diesmal wirklich Absicht. Nicht nur so getan, als wenn ich Absicht sage. Es war wirklich absichtlich. Weil, ganz ehrlich, wenn ihr das erste Mal Kingdom Hearts spielt, da hinkommt und das runterfällt. Ich habe mich damals so erschrocken. Deswegen, diesen Schockmoment muss man einfach noch ein paar Mal erleben. Ja, ihr wollt heute da erkunden, ich weiß, aber ich möchte erst einmal dorthin. Denn dort oben sehen wir das Papadu-Ei. Und wir müssen jetzt die Palme hier hochklettern. Dann springen hier rauf und dann haben wir das Papadu-Ei. Dann springen wir von hier aus auf das Dach, hier rein und erhalten Trinkwasser. Jetzt brauchen wir noch 3 Fische, dazu müssen wir schwimmen gehen. Hier müssten die sich nämlich aufhalten, alle 3. Und ja, wir müssen einfach nur mit ihnen schwimmen, dann können wir die Fische bekommen. Schon. Entschuldigt, meine Erkältung ist noch ein bisschen vorhanden, aber es ist schon wesentlich besser im Gegensatz zu den letzten Parts. Kommt her, Fischi, Fischi, Fischi. Alter! Komm her, blöder Fisch. Oh, wo ist der letzte? Gut, 3 Fische haben wir auch. Ich gehe nochmal die Items durch. Ja, uns fehlt nur noch ein Pilz. Dann haben wir alles. Aber meine Frage ist, Moment. Ich habe meine Frage. Wie wollen die das überhaupt schaffen? Mit einem Ei, 3 Pilzen, 3 Fischen, 2 Kokosnüssen und ein bisschen Trinkwasser. Bisschen Trinkwasser. Eine lange Reise mit dem Floß zu unternehmen. Was glauben die denn, wie nah eine andere Welt liegt? Etwa eine Stunde mit dem Boot? Wenn dem so wäre, dann wären doch die Inseln viel näher mit dem Festland in Kontakt. Und die Eltern würden auch mit ihren Kindern darüber reden, dass es da draußen andere Welten bzw. andere Länder gibt. Was soll's? Achso. Ja, hier ist der letzte Pilz. Ich bin hier ganz intuitiv reingegangen. Das ist dieser geheime Ort, wo Wacka und Tidus hin wollten. Ich zeig's nochmal von außen. Hier. Schön versteckt in den Bäumen. Dann führt ein schmaler, langer Gang durch die Höhle. Nämlich der hier, wo wir gerade schon waren. Und dann landet man in diesem Zimmer. Wir sehen uns mal hier schön mit Select um. Hier sieht man sehr viele schöne Zeichnungen an den Wänden. Im Übrigen, teilweise hat man, glaube ich, hier auch ein bisschen was versteckt. Ihr könnt es euch mal ansehen, wenn ihr vielleicht was entdeckt, was darauf schließen könnte. Könnt ihr es ja mal sagen. Ansonsten sieht man noch hier eine verbarrikadierte Stelle, mit Holz verbarrikadiert. Was ist das? Wohin die Tür wohl führt? Und daneben, oh, wie süß, eine Zeichnung von Sora und Kairi. Und ja, man erkennt es an den Stachelhaaren. Und das andere sieht halt nicht aus wie Riku. Ich glaube, das ist Kairi. Und da ist der letzte Pilz. Oh, jetzt sieht er sich nochmal die Zeichnung an. Wie niedlich. Erinnert sich, als die beiden da waren und gemalt haben. Oh, wie niedlich. Einfach nur niedlich. Und jetzt malt er was anderes ran. Hm, was wohl? Er ritzt was in den Fels. Oh, er hat dir eine Papo gegeben. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Was? Well, what are you talking about? Das klingt nicht gut. Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Das klingt gar nicht gut. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Ja? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world? Huh? There is so very much to learn. You understand so little.
yeah? Hm. Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Dann muss er halt lernen zu wissen, du Spinner. Was ist seltsam? Der Typ ist seltsam und er war plötzlich weg und er meinte, dass die Inseln sich verfinstern werden. Das ist nicht gut und dass das mit dieser Tür zu tun habe. Und irgendwie macht mir das ein bisschen Angst. Aber nur ein kleines bisschen. Na gut, wir haben den letzten Pilz. Wir haben alle Sachen da. Ich würde dann sagen, gehen wir zurück zu Kairi. So, die war dort hinten. Oh, wie schön sich das anhört, wenn man durchs Wasser läuft. Das finde ich ein nettes Detail. Das fand ich schon damals in KH1 sehr schön. Ich muss dazu aber auch sagen, mit 15, 16 hatte ich kaum Erfahrung mit Konsolengames. Deswegen haben mich alle so eine Sachen fasziniert. Na, Kairi, was machst du da Schönes? Das hier? Ich mache eine Kette aus Thalassermuscheln. Die Seeleute haben früher immer Thalassermuscheln getragen. Man glaubte, dass sie vor Gefahren auf See schützen. Siehst du das? Oh, die sieht ja aus wie ein Stern. Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer wieder. Oh, ich finde, das ist süß. Das erinnert mich an was. Das erinnert mich wirklich an was. Oh. Wir drei werden dann immer zusammen sein und irgendwie sieht dein Gesicht gerade sehr komisch aus, Kairi. Ja. Drücken wir es mal lieber weg. Ihr Gesicht sah wirklich extrem komisch aus. Na gut, ich gebe mal die Sachen ab. Danke, ich habe heute schon wieder was gefunden. Hier, das schenke ich dir. Noch eine Hyper Ocean, super. Oh, du Sora, ich bin müde. Machen wir Schluss für heute? Ja, gehen wir heim. Also, morgen ist der große Tag. Wir sollten uns ausruhen. Ja, deswegen mache ich auch so früh Schluss. Aber den Part beenden tun wir noch nicht. You know, Riku has changed. What do you mean? Well, You okay? Hm? Sora, let's take the raft and go. Just the two of us. Huh? Nett, die Szene zwischen den beiden. What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. But now I'm ready. Das ist schön zu hören. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. No. Sora? Don't ever change. Huh? Warum soll er sich denn verändern? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. Wenn du meinst, Kairi? Ich kann's auch nicht erwarten, was passiert, wenn ihr mal Segel setzt. Donald! Entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufbreche, aber es fraut sich ein großes Ungemach zusammen. Ich weiß nicht wieso, aber die Sterne sind einer nach dem anderen verloschen. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse euch ungern, aber ich muss der Sache nachgehen. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel, dem Schlüssel für unser Überleben. Du und Goofy müsst ihn finden und bei ihm bleiben, verstanden? Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Traverse und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. PS? Entschuldigst du mich bei Minnie? Danke, mein Freund. Mickey.
Und ja, ich weiß, ich hätte ihn eigentlich mit einer passenden Stimme vorlesen müssen, aber ich kann es nicht. What could this mean? It means we'll just have to trust the king. Gorge, I suppose it's all right. Your Highness, don't worry. We'll find the king and the steel. Das ist gut zu hören. Both of you. Daisy, can you take care of them? Of course. You be careful now, both of you. Oh, and to chronicle your travels, he will accompany you. Was, ein Chronist? Wozu brauchen wir denn einen Chronisten? Over here. Cricket's the name. Jiminy Cricket at your service. Ja, mach mal. We hope for your safe return. Please help the king. Jo. Wird uns eine Ehre sein, beziehungsweise den beiden. Goofy, was stehst du da? Er will nicht mit. Stell sie erstmal hell salutiert. Spinnt. Gorge, Jiminy. Your world disappeared too. It was terrible. We were scattered. And as far as I can see, I'm the only one who made it to this castle. Okay. Oh, right. I gotcha. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? We gotta protect the world border. Den Weltordner. Oh, I guess we'll need new duds when we get there. Huh? Ja, sieht danach aus. Ich glaube nicht, dass ihr euch so in einer Stadt oder so zeigen könnt. Wow, ist das ein riesiger Hangar. Sieht cool aus. Ja, und lauter Mickey-Maus-Köpfe. War ja klar. Okay, wenn du meinst, dass wir fertig sind. Wieso wär... Okay, sie werden beide am Hintern gepackt und weggeschleppt. Okay. Was macht Pluto? Hm, komisch. Okay. Was passiert jetzt? Die setzen sich in ein Schiff, das im Übrigen noch wichtiger wird. Und ich würde sagen, wir starten. Und fallen runter. Yo. Klasse. Und das ist die Welt im Großen und Ganzen. Und jetzt haben die Triebwerke wirklich gezündet und die beiden sind auf ihrem Weg. Raus. In die weite Welt, ins weite Universum. Und irgendwo da sollen sie eine Stadt finden und einen Leon und einen Schlüssel. Viel Spaß. Ja, und wir sind in unserem Zimmer. Es liegen Klamotten auf dem Boden. Once we set sail, it'll be great. A storm? Was? Ein Sturm? Oh, no, the raft. Oh, Kacke. Ja, wir müssen natürlich als allererstes auf das Floß gucken und... Sora, dinner's ready. Come on down. Sora? Was? Oh. Er ist abgehauen. Durchs Fenster. Was für ein ungezogener Bengel. Also wirklich. Oh, und jetzt kommt eine wundervolle Musik. Oh Gott, eine große, dunkle, böse Sphäre. Ja, wo ist deins? Und... Oh mein Gott! Schattendurche! Und können wir sie angreifen? Nein, können wir nicht, aber sie können uns angreifen. Deswegen abhauen, abhauen, abhauen! Wo können wir am besten hin? Ja genau, in eine Höhle. Moment, da ist eine Tür.
Was ist das für eine Tür? Ich muss zuerst Rico finden. Ja, schnell Rico finden. Oh, Kacke. Fliehen wir am besten durch die Baracke. Da dürfte keiner hinkommen. Und da ist auch Speicherpunkt. Gut. Mal sehen, wo könnte Rico denn sein? Wir könnten einerseits zur Lagune gucken und andererseits können wir mal da oben bei der Palme gucken. Oh, er ist bei der Palme. Da steht er doch. Okay, dann erstmal weg von denen. Where's Kyrie? I thought she was with you. The door is open. Was? What? The door is open, Sora. Now we can go to the outside world. What are you talking about? We gotta find Kyrie. Kyrie's coming with us. Once we step through, we might not be able to come back. We might never see our parents again. There's no turning back. But this may be our only chance. We can't let fear stop us. I'm not afraid of the darkness. Riku, was laberst du da? Riku? Diese Dunkelheit ist dabei, ihn zu verschlingen. Und Sora auch. Ach du Kacke. Los, zieh ihn da raus. Zieht euch beide da raus. Das sieht gefährlich aus. Und was jetzt? Werden wir verschlungen? In eine andere Welt geschleudert? Oder wie? Riku ist weg und wir haben ein komisches Schwert in der Hand. Das Schlüsselschwert. Das Schlüsselschwert, ja. Die Hauptwaffe in Kingdom Hearts. Wir haben unsere Waffe erhalten. Besser bekannt nicht nur als Schlüsselschwert, sondern als Königsanhänger. Und wir können jetzt diese kleinen Schattenlurche besiegen. Na gut, Riku ist weg. Suchen wir Kairi. Wobei, ich muss noch etwas zu dieser Stelle sagen. An dieser Stelle hier kann man sich sogar bis Level 99 hochleveln. Die Schattenlurche kommen immer wieder, versorgen einen mit HP und man kann sich hochleveln. Das werde ich jetzt gleich auch machen, deswegen fliehen wir kurz in die Baracke. Ich werde hier den Part jetzt beenden, der ist ja auch schon fast eine halbe Stunde lang. Dann werde ich ein bisschen leveln. Ich werde wohl, na, Level 13 oder so machen. Ist Final Mix, ich will halt sicher gehen. Sagt mir jetzt bitte nicht, ich sei overleveled. Das kann man im Final Mix gar nicht sein. Das ist japanisches Niveau, da muss man sicher gehen. Von daher würde ich sagen, ich level dann jetzt ein bisschen. Bis dann, Leute. Bye, bye. Wir sehen uns im nächsten Part.